Die Sonne scheint, was will man mehr? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gemeinsam das Garagentor hier knacken. Besser gesagt, wir haben den Schlüssel hier von diesem Profilzylinder verloren. Einen neuen Zylinder habe ich schon mal besorgt und jetzt müssen wir das Ganze hier rausbekommen. Und ohne Schlüssel ist das Ganze natürlich ein bisschen schwierig. Und wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Natürlich braucht man dazu ein paar Werkzeuge. Unter anderem braucht ihr einen Akkuschrauber, ein Schneidöl und einen Profilzylinder und einen flachen Schraubendreher. Ich habe jetzt so meinen Werkzeugkasten mit dabei gebracht. Da wir den Schlüssel natürlich jetzt verloren haben, bekommen wir das Ganze nicht mehr raus. Der Profilzylinder hat eine Schließnase und die ist natürlich jetzt verriegelt. Sprich, wir bekommen den Profilzylinder hier ohne Schlüssel nicht raus. Und dazu gibt es mehrere Varianten, wie ihr so einen Profilzylinder rausbekommt. Wir machen das heute auf die Methode Bohren. Wir bohren den Profilzylinder auf. Und dazu gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Einmal hier oben im Zylinder könnt ihr das Ganze aufbohren oder unter dem Zylinder. Warum, weshalb aufbohren? Der Profilzylinder, die Funktion ist ganz einfach. Da drin sind ganz, ganz viele kleine Stifte. Ein Schlüssel betätigt diese kleinen Stifte und dann hat man irgendwo eine Nullposition und dann kann ich diesen Profilzylinder drehen. Und diese kleinen Stifte bohren wir jetzt auf, beziehungsweise bohren wir kaputt oder bohren die weg, so dass die runterfallen oder rausfallen und dann können wir den Profilzylinder mit einem flachen Schraubendreher drehen auf die gewünschte Nullstellung und dann kann man den rausziehen und das machen wir jetzt. Und ich gehe jetzt vor, dass ich erstmal mit einem kleinen 5er oder 6er Bohrer hier reingehe. Ich werde jetzt genau hier an den Zylinder Unterkante bohren oder ansetzen. Ihr könnt natürlich auch hier unten bohren, aber wenn ihr hier unten bohrt, ist die Gefahr ziemlich groß, wenn ihr keine wirklich saubere Bohrung macht oder nicht jeden Stift rausbekommt, dass ihr den Zylinder hier oben dann nicht mehr zu drehen bekommt. So, was machen wir jetzt allererstes? Ich habe hier so einen Vorkörner und damit körne ich mir die Bohrspitze an, damit der Bohrer auch nicht wegrutscht. Dann habe ich hier eine kleine Körnung hineingeschlagen und jetzt kann ich wunderbar meinen 5er oder 6er Bohrer ansetzen und das erste Loch bohren. Ich empfehle euch hier wirklich Metallbohrer zu nehmen. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung mal ein passendes Set verlinken, was auch wirklich sehr, sehr scharf ist. Und dann schmiere ich das Ganze natürlich auch, weil das ist ja Metall und Metall wird ja bekanntlich warm. Und das schmiert dann auch ein bisschen den Bohrer und so schnell kann er dann auch nicht ausglühen oder sowas in der Art. Jetzt haben wir das erste Knacken gehört und ich sehe auch hier eine Feder. Sprich, wir haben den ersten Bolzen jetzt schon weggenommen. Das Ganze mal schön einölen. So, und jetzt haben wir komplett durchgebohrt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht weiter bohrt, ansonsten beschädigen wir die Schließnase. Und wenn die Schließnase beispielsweise abgebrochen ist, dann wird es ganz, ganz schwer, den Zylinder rauszubekommen. Jetzt spanne ich nochmal einen etwas größeren Bohrer ein, um das Ganze zu erweitern und zu säubern. Und mit etwas Glück braucht ihr noch nicht mal einen zweiten Bohrer ansetzen. Ich habe das gerade so ein bisschen sauber gemacht, die Federn rausgeholt. Und den Span ein bisschen. Und wenn ihr den Zylinder drehen könnt mit einem Schraubendreher, mit einem flachen, dann genügt das Ganze schon. Dann habt ihr im Grunde schon das Schloss geknackt. Und wir können jetzt den Profilzylinder rausholen. Dazu müssen wir da befindet sich eine Schraube, und die müssen wir rausschrauben, damit wir den Profilzylinder rausziehen können. Und dann haben wir jetzt hier den Zylinder und die Nullstellung. Ihr müsst mal den neuen Zylinder nehmen und dann steckt ihr mal den Schlüssel rein und probiert das Ganze aus, wo die Nase mit dem Zylinder 1 ist. Und wenn ihr das Ganze habt, das müsst ihr dann hier auch einstellen bei den neuen. Und dann könnt ihr den, wie ihr seht, hier vorsichtig schon rausziehen. Und wie wir sehen können, ist da schon alle Einzelteile gefallen. Hier könnt ihr das Ganze schön sehen. Die Bohrung vom Zylinder, sprich, wir haben eigentlich zu tief gebohrt. Was ist dann passiert? Die Schließnase ist zerfallen, beziehungsweise der Zylinder ist komplett zerfallen. Und deswegen haben wir eigentlich jetzt großes Glück gehabt, weil es kann nämlich so sein, dass die Nase dann so steht und wir bekommen den Zylinder dann nicht mehr raus. Also ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr nicht zu tief bohrt. Und jetzt, wenn wir den neuen Zylinder einbauen, müsst ihr natürlich auch wieder gucken, dass die Schließnase mit dem Zylinder 1 ist. Und dann müsst ihr euch rantasten. Das Schloss ist ziemlich weit hier vorne. Wir können natürlich hier nochmal mit einer Zange beigehen. Und das ganze Blech hier so ein bisschen richten. Da hat nämlich jetzt schon mal irgendjemand dran rumgedrückt.
So. Weil umso weiter der Zylinder rausguckt, umso greifbarer ist er dann nämlich. Denn so ein Profilzylinder kann man natürlich auf abbrechen. Das ist natürlich dann die Gefahr. Ich werde euch mal den Zylinder für alle handelsüblichen Garagentore unten verlinken. Ihr müsst natürlich drauf gucken, wenn ihr jetzt einen noch im Keller liegen habt oder so, der etwas länger ist. Der sollte maximal nur 5 mm aus dem Garagentor rausgucken oder aus einer Haustür oder allgemein. Ansonsten ist er auch wirklich wie ganz schnell angreifbar. Jetzt steckt ihr das wieder rein. Und dann ist es natürlich jetzt ein bisschen Fummelarbeit, weil das Garagentor nicht mehr das neueste ist. Aber irgendwann sind wir dann drinnen und dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr mit der Schließnase das Schloss erreicht. Das erreicht ihr, indem ihr den Zylinder leicht nach vorne und hinten bewegt. So, und dann öffnen wir das Tor. Und hier hinten könnt ihr dann den Schlosskasten sehen. Hier ist eine kleine Bohrung, wo die Profilzylinderschraube dann reingehört. Und die fixiert dann einfach nur den Zylinder. Sprich, damit wir den Zylinder nicht von außen rausziehen können. Und jetzt ist der Zylinder fertig eingebaut. Und dann empfehle ich euch natürlich, so ein altes Tor gleich richtig zu fetten. Es gibt so ein Industriefett, könnt ihr mit einem Pinsel auftragen oder ja, mit einem Baumwolltuch und Lappen. Und dann ist es natürlich das erste Mal ein bisschen schwergängig. So ist auf und dann schließen wir das Ganze mal ab. So, so ist zu. Zack. Ganzes abgeschlossen und fertig gesichert. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wie du gesehen hast, ist das Ganze kein Hexenwerk und benötigt ein bisschen Werkzeug. Wie gesagt, alle Materialien und Werkzeuge findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Und wie immer würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Bis nächste Woche, Freitag, 19 Uhr, euer Mr. Handwerk auf YouTube. Jetzt gar nicht das Ganze nachbohren. Wir haben das Ganze schon richtig sauber gebohrt und ich sehe gerade, ich blute. Habe mich gerade so ein bisschen verletzt. So. Danke. Danke, Kameramann. Nee, mach mal noch mal aus, die Kamera. Haben Sie Spaß bei der Arbeit? Heute geht es um diesen Garage. Und was macht man da nicht anderes? Nochmal. Ja, die Sonne scheint, was will man will? Was soll ich sagen? Die Sonne scheint, was will man mehr? Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit euch gemeinsam ein bisschen rausbekommt. Und normalerweise müsste er jetzt rauskommen. Das ist wahrscheinlich jetzt der Vorführeffekt. Auf. Auf nach oben, ne? Ja.